Beispielprogramm, Aufgabe, wir wollen berechnen das Quadrat einer eingegebenen Zahl. Schauen wir uns mal an, wie wir jetzt hier Strings einsetzen können. Hier wird zunächst der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben. Dann wird berechnet das Quadrat der Zahl, Zahl mal Zahl. Jetzt wird hier ein String angelegt, eine Variable vom Typ String, der wird zugewiesen, genau dies. Das heißt, zunächst wird Zahl in einen String überführt, dann wird da das Mal hintergeschrieben, dann wird Zahl erneut zu einem String überführt und dann wird das gleich dahinter geschrieben und dann wird Quadrat zu einem String überführt. Eine Variable zu einem String, eine Integer-Variable zu einem String überführen, damit meine ich jetzt, dass der entsprechend in der Variablen gespeicherte Wert in einen entsprechenden String überführt wird. Und dann gebe ich das hier aus. Schauen wir uns das mal in einer Demo an. Hier ist das Beispiel mal in Eclipse eingegeben. Ich mache Run As. Java-Applikation, gebe hier jetzt eine Zahl ein, beispielsweise 4 und erhalte hier als Ausgabe 4 mal 4 gleich 16. In Zahl wird ja 4 gespeichert, in Quadrat wird dann hier die 16 gespeichert und hier wird jetzt der String gebildet, 4 mal 4 gleich 16. Und dieser String wird ausgegeben.